Bei den Correctives für die Push-Ups starten wir in einer Position, wo wir über die Erhöhung eine Erleichterung erzeugen. Malik hält hier die Position des Rumpfes schön gerade und geht aus dieser Position in die saubere Liegestütze. Er hat automatisch schon die ausrotierte Position der Hände und der Schultergelenke. Er kann die Intensität schon hier ein bisschen steigern, indem er mit den Füßen ein bisschen nach hinten geht oder eine tiefere Box verwenden würde. Im nächsten Schritt, wir nehmen die Box jetzt weg, nehmen wir die Bands zu Hilfe. Malik wird sich am Rumpf einspannen, und zwar auf Bauchhöhe. Noch wahrscheinlich nicht mehr. Okay, und jetzt hat er während dem ganzen Weg hat er assistieren von den Bands die Hilfe, dass der Rumpf schön oben bleibt. Was wir nicht machen wollen, ist auf die Knie gehen, weil wir die Rumpfstabilität hier eigentlich trainieren wollen. Im nächsten Schritt lässt Malik die Bands weg und geht in die negative Position. Das heißt, er kommt aus der stabilen Position in der Liegestütze und wird dann aus der Knieposition wieder in die aufrechte Position kommen. Das ist sogenannter negative Weg. Malik geht jetzt aus der stehenden Position auf die Hände gehen und jetzt kannst du einen roten Stelle der Walk machen. Bis er in die Liegestützposition kommt und auf den Händen wieder zurücklaufen jetzt. Und letztlich im letzten Schritt machen wir dann die richtigen Liegestütze. Das ist die Position der Push-Ups.